Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute unterwegs, Lost Place Tour. Und zwar dieses Mal ein altes, verlassenes Armeegelände. Ja, ist ein Teil von unserer Geschichte hier, wo ich herkomme. Und dann würde ich sagen, drehe ich mal rum und legen wir mal los. Das ist jetzt ein alter Bunker, ein Teil davon. Mal schauen, ob ich das Licht ankriege. Seht ihr das? Das ist ein alter Teil, eine alte Bunkeranlage oder ein altes Haus, das einfach mitten im Wald steht und ja, vor sich hin verfällt. Die Fenster haben sich schon zugemauert. Ja, und jetzt gehen wir mal zurück aus dem ganzen Dickicht, so wie ich wiedergekommen bin. Wieder zurück. Unfassbar. Boah, ich mir sogar einen Regen gegensprung. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg weiterhin hinführt. Er führt jetzt da runter und ich kam von da oben. Runter oder hoch? Ich würde sagen, laufen wir wieder hoch. Weil oben war die befestigte Straße. Das sind auch viele alte Bunker, die sind aber alle leer, alle ausgeräumt. Schade eigentlich. Ja. Dann gehen wir mal in die Richtung. Das ist auf jeden Fall ein Areal, was sich die Natur Stück für Stück zurückholt. Da unten seht ihr das? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da unten ist ein alter Bachlauf. Mega. Hier kann ich euch nochmal so einen Bunker zeigen. Das hier sind die alten Bunker. Hier. Da drin. Die sind aber auf jeden Fall, wie gesagt, alle leer. Das ist ein kompletter Bunker, der sich bis da rüber zieht. Und hier ist dann der zweiter Eingang oder Ausgang, je nachdem, wie man es sehen will. Hier. Das ist ein Riesenareal, was komplett von sich hin verfällt. Unfassbar. Hier geht es dann auch noch mal rum. Hier ist auch nur ein alter Bunker. Genau hier. Ich weiß, es ist nichts Spektakuläres oder irgend sowas. Also quasi jetzt kein Wohnhaus oder ja, eine Klinik oder sonst irgendetwas, sondern das ist halt jetzt Lost Place in der Naturform, sagen wir es mal so. Ja, und hier ist es so, dass die Natur sich Stück für Stück zurückholt. Guckt euch das an. Geil, oder? Absolut geil. Hier ist dann auch noch ein Bunker. Hier. Alles so alte Bunker. Also das ist der helle Wahnsinn. Es ist wirklich saukrass, was hier gerade passiert. Und dass ich einen Zugang zu diesem Areal gefunden habe, ist ja auch nicht so einfach leider. Ja. Mehr sagen wir jetzt mal dazu nicht. Das ist halt Lost Place pur. Wie viele Wohnungen wir da draus machen könnten. Ha. Ah,
Hört ihr das Vogelzwitschern und so? Das ist mega. Absolut geiler Scheiß. Ich finde dieses Gezwitscher in der Natur absolut mega. Und vor allen Dingen, hier hast du noch die komplette Natur. Und das ist alles im Endeffekt ein Lost Place, der zur ehemaligen Armee gehört. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang rumlaufen. Aber ja, man wird halt nicht mehr entdecken, auch so ein paar alte Bunkeranlagen und sowas in der Richtung. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir wieder langsam zurück zum Auto, weil wirklich Sehenswertes gibt es ja leider nicht mehr. Außer die Natur. Alleine das hier ist schon sehr, sehr geil. Also ich empfinde es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde, raus in der Natur zu gehen, einen Vogel beim Zwitschern zuzuhören. Das Geile war, mir ist gerade ein Reh entgegengerannt. Mega. Also da sieht man mal, wie verlassen eigentlich dieser Ort hier ist. Weil Rehe halten sich eigentlich nicht, sag ich mal, in der Stadtnähe auf, ne? Aber das hier scheint noch eine richtig alte Vegetation zu sein, wo auch Rehe sind. Aber ich war total perplex. Dachte mir so, fuck, Alter, ein Reh. Unfassbar.